Liebe Geschwister, wir schauen jetzt auf das erste Impulsreferat zu unserem Thema Gemeinde und Staat. Wir können die Frage stellen, was geht uns denn der Staat überhaupt an? Unser Arbeitsgebiet ist die Gemeinde, wir sind Reich Gottes, das ist doch irgendwie zu trennen vom Staat, das ist es auch, aber wir leben als Gemeinden in einem Staat und deshalb müssen wir uns schon Gedanken machen. Ich werde diese Frage auch nicht direkt beantworten, sondern wir schauen zunächst mal auf ein paar eher grundlegende Tatsachen, die wir aus der Schrift gewinnen können. Wir gehen davon aus, dass Gott mehrere Ordnungen gesetzt hat, die er mit Autorität ausgestattet hat. Vielleicht kann man vier erkennen. Werden wir dann gleich anschauen. Der Begriff Autoritätsordnung, das ist irgendwie kein ganz sicherer Begriff. Andere Leute haben dafür andere Worte gewählt. Martin Luther spricht zum Beispiel von Stiften, also Gott hat etwas gestiftet, oder von Orden. Bonhoeffer verwendet gern das Wort Mandate, also dass Gott sozusagen Menschen Mandate erteilt hat mit einem bestimmten Horizont an Verantwortung. Und schaut mal, man kann also diese vier Ordnungen gut unterscheiden. Familie, Ehe, dann die Welt der Arbeit, der Wirtschaft und dann Kirche und Staat. Und in jeder dieser vier Ordnungen gibt es Autorität und die Erwartung, auch Autorität anzuerkennen. Und ich habe mal einen biblischen Bezug mit angeführt aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 14, 15. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Das ist ein hochinteressanter und auch ein bisschen geheimnisvoller Text. Das heißt also, es wird von Gott her definiert, was Vaterschaft ist. Und wir sind nicht die Ersten, wenn wir denken, dass diese Vaterschaft nicht nur die biologische Vaterschaft meint, sondern dass das anwendbar ist auf jede Autoritätsordnung. Ganz ähnlich ist das etwa im fünften Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und auch hier haben Ausleger schon immer wieder die Überlegung gehabt, das betrifft doch nicht nur, also diese Bereitschaft, diese Anerkennung von Autorität betrifft ja nicht nur den biologischen Vater und die biologische Mutter, sondern es gibt Rahmenbedingungen, in denen wir leben. Und ich ergänze mal diese linke angefangene Tabelle noch. Es gibt eben leibliche Väter, das ist das irgendwie ganz Naheliegende. Aber es gibt auch berufliche Väter, Arbeitgeber, geistliche Väter, Landesväter. Das heißt also, wir haben in der Heiligen Schrift einen Rahmen, der uns vorgibt, also von Gott her ist jede Vaterschaft, jede Autorität legitimiert und gewollt. Sie ist benannt. Also das ist durchaus im Sinne Gottes, dass es Autoritäten gibt, die in der Welt bestimmte Ordnungen nach sich ziehen und die als solche auch gepflegt und anerkannt werden. Man kann das besonders daran erkennen, dass sie in einem bestimmten Horizont auch ein Strafrecht haben. Es ist einfach auch innerweltlich so, es ist in unserem Land so. Jede Behörde, deren Anordnungen unbedingt durchgesetzt werden müssen, haben auch einen Katalog von Sanktionen und einen Mechanismus, wo diese Sanktionen auch angewandt werden, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt also, Autorität ist nur dann Autorität, wenn sie auch Mittel hat, sie durchzusetzen. Und bei diesen vier Ordnungen, von denen ich gerade sprach, kann man das eben beobachten, dass ihnen auch Mittel, auch von der Heiligen Schrift her, gewisse Autoritäten zugeordnet sind und Rechte, um diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich habe diese Tabelle, die wir schon jetzt gerade mal gesehen haben, noch ein bisschen ergänzt. Nächste Spalte. Also im Blick auf die Familie, die Ehe, ist es die Befugnis
die Kinder zu erziehen, in einem gewissen Horizont auch zu bestrafen. Auf der anderen Ebene der Wirtschaft, der Arbeit, hat ein Arbeitgeber das Recht, etwa geringere Bezahlung zu oder mehr Bezahlung, bessere Arbeit ja, durch mehr Bezahlung zu honorieren, schlechtere Arbeit durch weniger. Oder er kann einen Arbeitnehmer eine Mahnung aussprechen oder schlimmstenfalls entlassen. Aber der Arbeitgeber hat bestimmte Befugnisse, bestimmte Erwartungen und Ordnungen auch zu erzwingen. Die Kirche hat das auch. Wer die Heilige Schrift liest, es gibt Gemeindezucht. Es gibt sozusagen das Recht oder auch die Pflicht, auf Menschen einzuwirken, etwa durch Ermahnung, durch Ermunterung, Ermutigung, durch Warnung oder als allerletzte Maßnahme auch durch Ausschluss aus einer Gemeinde. Martin Luther redet vom kleiner Bann. Also das heißt, die Kirche hat einen bestimmten Horizont, in dem sie auch handeln kann. Der ist allerdings sehr limitiert. Deshalb kleiner Bann. Und der Staat hat von allen Ordnungsebenen die größten Durchgriffsrechte, deshalb eben auch großer Bann. Es kann eben bis hin zur Todesstrafe gehen. Jedenfalls geschichtlich gesehen war das immer so die Regel. So, und ich habe einfach nochmal, um das ein bisschen abzurunden, diese Übersicht von Autoritäten noch einfach mal eine letzte Spalte dazu geordnet. Wie kommt denn das üblicherweise zustande? Da gibt es auch irgendwie Ähnlichkeiten bei den verschiedenen Ebenen. Ich habe, wenn ihr den Tabellenkopf mal anschaut, in der rechten Spalte, zustande kommen durch Wahl und Eid. Das heißt, es gibt also irgendwie wiederkehrende Elemente, nämlich dass es ist irgendwie eine Entscheidung gibt für diesen König, für diesen Menschen, für diese Ordnung und auch eine Abmachung, dass man sich an bestimmte Regeln hält. Also Ehepartner treffen eine Wahl. Sie entscheiden sich füreinander und machen das eines Tages öffentlich. Aber sie machen es nicht nur irgendwie öffentlich, sondern üblicherweise, jedenfalls das ist die Botschaft, die immer in der Heiligen Schrift zu beobachten ist, sie legen ein Versprechen ab. Sie sagen es vor Zeugen und vor Gott, dass sie mit diesem Menschen durch gute und schlechte Zeiten gehen wollen, dass sie diesen Weg beginnen, bis der Tod uns scheidet. Also es ist ein Versprechen, das wir ablegen. Oder eben auch in der Welt der Arbeit. Arbeitsverträge, wie wir sie heute haben, die gab es nicht immer. Aber irgendwie Abmachungen gab es auch. Ich habe ja mal auf Jakobus 5 verwiesen, auf diesen starken Vers, Vers 4, wo Jakobus also beklagt, dass sozusagen der vorenthaltene Lohn zum Himmel schreit. Das heißt also, es gab auch in neutestamentlicher Zeit Klarheit, wenn jemand einen Tag arbeitet, dann hat es dieses Ergebnis zur Folge. Also es gab immer irgendwie eine Abmachung, was eine bestimmte Arbeitsleistung auch erträgt und irgendwie gegenseitige Rechte und Pflichten. In der Gemeinde ganz ähnlich. Ja, es werden Menschen berufen, sie werden erkannt, sie werden gewählt und sie werden eingesetzt. Also das heißt, eine Leitung in der Gemeinde ist also auch mit bestimmten klaren Prozessen versehen. So ist das jedenfalls in der Heiligen Schrift erkennbar, wo am Ende klar ist, wer wem auch sich unterordnen soll und wer auch eine gewisse Befugnis hat, Dinge zu ordnen und in Gang zu bringen. Oder eben auf der Staatsebene Wahl des Königs, der Regierung und ein Versprechen, sich zum Wohl des Volkes einzusetzen. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte auch gewaltig bewegt, aber das Prinzip, dass es eine Regierung gibt und dass die nicht machen kann, was sie will, sondern dass sie bestimmte Verpflichtungen hat. Das ist durchgehend erkennbar. So, wir gehen einen Schritt weiter.
Ich möchte gern zeigen, diese vier Mandate sind unterscheidbar. Sie sind auch in ihrem Zuständigkeitsbereich sehr klar abgrenzbar und hängen doch höchst intensiv zusammen. Ich habe einfach mal ein paar Beispiele. Das könnte man also noch lange fortsetzen, aber einfach mal so exemplarisch ein paar Schlaglichter. Also es gibt eine personelle Verknüpfung. Wir leben, sofern wir Christen sind, gleichzeitig in allen vier Autoritätsstrukturen. Und also man lebt im Staat, in der Kirche, man ist Arbeitnehmer oder Arbeitgeber und vielleicht auch in einer Ehe. Das heißt also, wir können als ein Mensch in allen vier Autoritätsebenen gleichzeitig leben und das kollidiert nicht sehr viel miteinander. Es ist sogar möglich, dass ich parallel in allen vier Ebenen Verantwortung habe. Und das ist das Interessante. Es sind vier Mandate, die alle von dem gleichen Auftraggeber kommen. Jede Vaterschaft ist von Gott. Also ein Mann kann gleichzeitig Ältester, Arbeitgeber, Vater und Abgeordneter sein. Und die große Kunst ist, diese vier Mandate, die sozusagen keine Stufenmandate sind, sondern die alle auf einer Ebene liegen, einigermaßen gerecht zu verwalten. Finanziell sind die Mandate natürlich auch verflochten. Der Staat lebt von den Steuern, die Familien und Unternehmen zahlen. Also auch die ganzen Strukturen, mit denen der Staat irgendwie Sanktionen erlässt, Steuern festlegt und erhebt und Ausgleich schafft. Das muss alles finanziert werden. Der Staat selber hat überhaupt kein Geld, es sei denn, er hat es vorher irgendwo genommen. Und das heißt, es gibt also eine finanzielle Verflechtung. Und dass der Staat Steuern erhebt, ist ganz und gar im Sinne Gottes. Natürlich macht es Sinn, wenn ein Staat irgendwie sehr maßvoll agiert. Und da sind die philosophischen Ansätze nicht ganz identisch. Aber das Prinzip ist sehr klar. Die dritte Ebene, die betrifft uns ein bisschen stärker als Gemeinden. Die Kirche betet für die Regierung. Das ist ein klares biblisches Wort. Manchmal berät die Kirche auch. Ja, sie kann also einen gewissen Einfluss ausüben und jetzt gerade in der aktuellen Geschichte mit den Einschränkungen, die durch Corona erlassen sind, da merken wir, dass bestimmte Repräsentanten schon auch das Recht irgendwie nachdrücklich eingefordert haben, dass gottesdienstliches Leben nicht komplett lahmgelegt werden kann. Also sie berät auch die Regierung und wenn es gut geht, lässt sich eine Regierung beraten und sie beeinflusst andererseits die Gläubigen zur Achtung des Staates und des Rechts. Der Staat schafft seinerseits wieder den Rahmen, in dem die Kirche ihren Glauben leben kann. Also das ist auch eine Symbiose, die gut gehen kann, die schlechter wird, wenn die Kirche die Macht übernimmt oder wenn sie aus ideologischen Gründen gottlos agiert. Aber das ist eine andere Ebene. Und nochmal eine andere Ebene. Die Familie bringt Kinder hervor, die Staat, Kirche und Arbeitgeber später brauchen. Der Staat selber kann keine Kinder machen. Das haben manche in ihren Romanen über Zukunftsvisionen irgendwie schon beschrieben. Aber Gott sei Dank gibt es das nicht. Und deshalb sind eben auch Staat und Kirche und Arbeitgeber verpflichtet, Familie zu unterstützen. Sie tun gut daran. Es ist langfristig vernünftig, wenn Familien einen hohen Stellenwert in einer Kultur haben. Und diese Art von Verflechtungen zwischen den Mandaten, die hat viele, viele Ebenen. Und ich habe hier mal vier genannt. Es sind natürlich noch viele andere zu beobachten. In einem weiteren Punkt, ihr seht die nächste kleine den Untertitel, die ernsthafte Gültigkeit jeder der vier Autoritäten. Die Heilige Schrift lehrt uns wirklich, dass Gott diese Mandate mit Rechten ausgestattet hat, die nicht zufällig sind. Also es gibt die Erwartung, dass sie wirklich geachtet werden. Auch hier mal noch ein paar kleine Anmerkungen.
die Untergebenen haben kein Recht, den Gehorsam daran zu binden, ob sie die Anordnung sinnvoll finden. Das tut uns vielleicht ein bisschen weh, aber es ist so. Ich habe eine Klammerbemerkung gesetzt, auch wenn es vertrauensbildend ist, den Sinn zu erklären. Das ist immer vernünftig. Aber es ist auch innerfamiliär. So, Kinder haben nicht das Recht, Gehorsam von der Prüfung des Sinns abhängig zu machen. Eltern sind zu achten, weil sie Eltern sind, nicht weil sie alles richtig gemacht haben. Genauso ist es etwa auf der Ebene der Steuer. Ja? Also der Staat erhebt Steuer und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber man kann sich über den Einsatz mancher Steuergelder schon ein bisschen wundern. Oder ich würde sie sogar zurückhalten, wenn ich es könnte. Aber es gilt, der Steuerzahler kann die Zahlung nicht verweigern, mit der Begründung, dass er erst einen Nachweis über den Sinn der Steuer und einer guten Verwendung der Gelder fordert. Das steht uns nicht zu. Auch wenn es irgendwie jedes Jahr ein Schwarzbuch gibt der Steuergeldverschwendung und das irgendwie angemahnt wird, ja, aber wir müssen erst einmal zahlen. Das ist die Autorität des Staates, nicht nur des aktuellen Rechtes. Oder eine Gemeinde, die ein neues Gemeindehaus baut, muss die nervigen und teuren Bestimmungen im Blick auf Brandschutz und Abstandsregeln und Brüstungshöhen und was weiß ich nicht alles einhalten. Das ist unendlich viel und das ist auch teuer, aber wir sind verpflichtet, das ernst zu nehmen und fettgedruckt auch die Corona-Regeln. Das hängt auch nicht davon ab, ob wir jede Ordnung sinnvoll finden, sondern es ist einfach das Gefüge. Der Staat kann es erwarten, dass seine Bürger auch auf dieser Ebene ihm folgen. Ich habe das hier nochmal genannt, will man noch ein bisschen unterstreichen, dass wir das auch gut verstehen. Ich habe gesagt, wir haben diese vier Autoritätsordnungen und es ist wirklich so, das Mandat eines Staates ist mit den stärksten Mitteln von allen vier Ebenen ausgestattet. Die Gemeinde übrigens mit den schwächsten. Können wir manchmal beklagen, aber es ist so. Also, starke Position des Staates gegenüber der Familie. Es ist auch in unserem Grundgesetz geregelt, dass Eltern das Recht haben, Kinder zu erziehen und der Staat in die Familie nicht eingreifen darf. Aber in bestimmten Fällen, wenn etwa es zu Kindesmisshandlungen kommt, dann hat der Staat das Recht, selbst in die Familienstruktur einzugreifen und Kinder zu entziehen. Das ist auch nicht ganz neu. Wer das mosaische Gesetz liest im Alten Testament, der wird beobachten, dass im Fall etwa von extremem Ungehorsam von Kindern nicht mehr die Familie agieren durfte, sondern das wurde der Volksgemeinschaft übertragen. Da war sozusagen das Mandat der Familie zu Ende. Auch hier merkt man, dass die größere Ordnung, das größere Recht bei der Volksgemeinschaft liegt, gegenüber der Kirche. Natürlich ist es immer gut, wenn der Staat irgendwie dafür sorgt, dass wir Gemeindehäuser bauen können, dass sich Christen versammeln können, dass der Glaube gelebt werden kann. Und im besten Fall fördert er sie auch und das erleben wir. Ja, wir können Spenden machen und können das sogar noch steuerlich absetzen. Also wir sind immer noch an der Stelle, dass der Staat den Glauben fördert. Aber auch hier hat er das Recht, in die kirchliche Praxis einzugreifen, wenn bestimmte Grenzen überschritten sind. Also war ja in den letzten Jahren der Fall, ja, dass also es an bestimmten Stellen auch zu sexuellen Übergriffen kam, innerkirchlich, und der Staat hat Licht reingelegt. Oder Missbrauch von Steuervergünstigungen oder was auch immer. Ja. Also da hat der Staat das Recht, in die Bücher der Kirche zu schauen. Und, ich habe hier einen letzten Satz geschrieben, die Kirche kann jemand ausschließen. Der Staat aber verurteilen und bestrafen gegenüber der Wirtschaft. Auch da hat der Staat ein sehr großes Recht.
momentan erleben wir, wie der Staat versucht, eben Firmen und Unternehmen am Leben zu erhalten, indem er finanzielle Spritzen und Unterstützung gibt. Und das ist auch klug, wenn ein Staat möglichst gute Rahmenbedingungen schafft, damit die Wirtschaft läuft. Aber er hat auch das Recht einzugreifen. Er kann bestimmte Geschäfte verbieten, Mindestlohn verordnen, Arbeitszeitregeln erlassen und so weiter. Ich habe das nur mal erzählt, auch das ist noch nicht alles, was es zu sagen gibt. Aber auch im biblischen Sinn ist die Position des Staates sehr stark. Und das schreiben die neutestamentlichen Schreiber im Blick auf Staatsgebilde, die gar nicht besonders nett waren, die zum Teil also schon auch übergriffig waren. Diese Ordnung, dass der Staat zu achten ist, hat auch in diesen Rahmenbedingungen gegolten. So, und jetzt bin ich jetzt nochmal bei sozusagen dem Thema, das uns ein bisschen beschäftigt. Das ist ja irgendwie die Polarität zwischen Untersahn sein und Widerstand leisten. Und in den letzten Monaten kam also schon ein paar Mal diese Überlegung auf, wann ist der Punkt gekommen, wo wir wie in Apostelgeschichte 4 und 5, ja, wo dann die Apostel sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn wir auf die linke Seite schauen, Römer 13, ich lese das jetzt nicht, ja, das ist also ein ganzer Abschnitt, der eben diese Position des Staates beschreibt, wo Paulus Worte verwendet, die sind fast gelegentlich für religiöse Autoritäten reserviert. Also, ich habe hier mal so ein paar Schlaglichter geworfen. Vers 1, die Autorität kommt von Gott. Vers 2, Paulus sagt, wer dem Staat widersteht, widersteht Gott. Vers 4, der Staat ist Gottes Dienerin. Er ist sogar Rächerin zur Bestrafung des Bösen. Vers 6, mit den Steuern werden Gottes Diener bezahlt. Und das sind in diesem Fall also nicht die, die auf der Kanzel predigen, sondern die mit einer Waffe in der Hand durch die Stadt laufen. Gottes Diener. Da merkt man also, dass sozusagen der Staat in den Augen des Apostels einen hohen Stellenwert hat. Und Petrus, ein anderer Verfasser, bläst also in das gleiche Horn. Und ich lese einfach mal einen Satz. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und der Mann, der zu diesem Zeitpunkt an Rom auf dem Thron saß, dürfte Nero gewesen sein. Liebt, ehrt den König. Ja. Und ich will das nochmal ins Gedächtnis rufen, weil auch bei mancher Aufregung, die es in den letzten Monaten gab, ein funktionierender Staat ist ein unglaublicher Segen. Meine lieben Geschwister, wir müssen nur mal irgendwie den Blick in die Welt richten und auf Staaten schauen, in denen sozusagen die Ordnungen zusammengebrochen sind. Somalia, Afghanistan. Das ist, also in solchen Staaten kann man eigentlich nicht wirklich leben. Man kann eigentlich nur abhauen. Es gibt keinerlei Sicherheit, es gibt kein Recht, es gibt keine Instanzen, die Recht durchsetzen. Es lohnt sich nicht irgendwie einen Acker zu bebauen, weil sich jeder bedienen kann. Es gibt keine Instanzen, die das schützt. Abwesenheit des Staates ist immer mit Unsicherheit und wirtschaftlichem Niedergang verbunden. Das heißt also, wir wollen bei allen Fragen, die wir stellen, das im Blick behalten, dass ein funktionierender Staat ein unglaublicher Segen ist. Auch wenn man sich ein bisschen streiten kann, wie viel Staat gut ist. Aber das Prinzip ist sonnenklar. Und jetzt gucke ich mal nach rechts. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Ich habe unten noch eine ganz kleine Fußnote stehen. Der Hohe Rat war eigentlich nicht mal die zuständige Regierung, die zuständige Staatsmacht. Das war die religiöse Obrigkeit, aber mit auch einem bestimmten Horizont, in dem sie agieren konnten. Aber sie waren nicht die Repräsentanten des Staates. Das ist einfach nochmal eine Randbemerkung. So, nun habe ich links dazu geschrieben, wir heute haben verschiedene legale Varianten uns bemerkbar zu machen. Wenn man nicht mit Verordnungen und Regeln einverstanden ist.
Die kann man auch nutzen, die kann man wirklich nutzen. Man kann manchmal ihre Wirksamkeit bezweifeln, das ist wohl wahr. Aber wir können sie nutzen und auf manchen Ebenen, besonders so auf den kleinformatigen Lokalen, ist das nicht ohne Wirkung. Wann aber tritt der Fall ein, in dem Widerstand geraten ist? Also in dem wir sagen müssen, das sagt zwar der Staat, aber wir tun das. Wir brauchen dazu wirklich starke Anlässe. Die haben wir nach meiner Einschätzung heute nicht. Wenn es ein Verbot der Belehrung und Ausbreitung gibt, das ist momentan überhaupt nicht angefochten. Bestritten wird, dass wir das momentan in jedem gewünschten Format tun. Aber das zielt überhaupt nicht, die Regelungen, die wir haben, die Verbote, zielen nicht auf das Anliegen, sondern auf die Nähe von Menschen. Und wir haben Gott sei Dank, auch gerade durch die technischen Möglichkeiten, Varianten, eben Belehrung und Ausbreitung des Evangeliums weiter zu betreiben, trotz aller Beschränkungen, die wir erleben. Also was wir momentan erfahren, richtet sich nicht gegen die Vermittlung christlicher Inhalte, sondern nur gegen bestimmte Formen, in denen wir es am liebsten tun. Wo wir dem Staat widerstehen müssen, das ist der Eingriff in die Gewissensüberzeugung. Ich habe ja so eine DDR-Vergangenheit und meine Begründung, warum ich also nicht bei der Nationalen Volksarmee gedient habe, trotz Wehrpflicht, war der Fahneneid, den man leisten musste und der beinhaltete die Formulierung, dass man sozusagen mit seinem Leben bereit ist, den Sozialismus zu verteidigen. Ein Land zu verteidigen, das ist völlig legitim. Das kann ein Staat erwarten. Aber eine Ideologie, und zwar eine gottlose Ideologie zu verteidigen, und das noch mit möglicherweise mit seinem Leben, dafür war ich nicht bereit. Wirklich nicht. Und das habe ich auch verweigert. Das heißt also, aus Gewissensgründen habe ich gesagt, das geht nicht. Und war dann also Bausoldat, wo man diese Formulierung nicht beeiden musste. Oder Bevormundung in der Ethik. Das könnte sein, dass das ein Feld ist, wo wir in Zukunft ein bisschen mehr Kollisionen erleben werden. Ja, also wie wir über homosexuelle Praxis denken und lehren, passt momentan nicht zum öffentlichen Mainstream. Und es kann durchaus sein, dass wir da bestimmte Kollisionen erleben. Und wir müssen auch in unserer Wortwahl klug sein. Aber das sind Felder, ja, wo wir also, wenn es zum Treffen kommt, wirklich dem Staat widerstehen müssen und dem, was er tut. Aber, liebe Geschwister, das wären auch Überschreitungen des Mandates eines Staates. Der Staat ist eine Ordnungsmacht und keine Glaubensinstanz. Und deshalb beginnen üblicherweise die Widerstände gegen den Staat, wenn er sein Mandat als Ordnungsmacht überschreitet. Und das ist momentan eher nicht der Fall, sondern im Gegenteil, wir würden uns maßlos aufregen müssen, wenn der Staat nichts täte in den Umständen, in denen wir gerade leben. So viel erstmal zum Stadtreferat Gemeinde und Staat. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass es mich schon auch sehr betrifft, wie kontrovers und konfrontativ die Auseinandersetzungen um diese ganzen Fragen rund um Corona sind. Ein Bruder aus unserer Gemeinde hat zu mir gesagt, ich verstehe es auch nicht. Wir haben so schwierige Fragen wie Scheidung, Wiederheirat, Frauenfrage, alles Mögliche miteinander gut über die Bühne gebracht. Aber bei dem Thema, Das hat irgendwie eine andere Dimension. Und deshalb habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und gesagt, warum ist es eigentlich so schwierig und warum ist es so kontrovers, konfrontativ? Und aber nicht, das ist der erste Punkt und der zweite, aber nicht dabei stehen bleiben, sondern ein Stück weit auch sagen, okay, vielleicht ein paar Leitplanken für einen respektvollen Umgang, der Christus ehrt, denn darum geht es dann ein Stück weit. Mein erster Punkt.
Warum ist diese Diskussion so kontrovers? Das Erste ist, es ist nun einfach auch ein sehr komplexes Thema. Wisst ihr, wir reden ja hier über ein Thema, was rechtliche, verfassungsrechtliche Themen beinhaltet. Da geht es um Politik, da geht es um medizinische Fragen, da geht es um theologische Fragen, es geht um endzeitliche, eschatologische Fragen. Sind wir in der Endzeit? Gibt es Stellen, die dafür jetzt Anwendung finden? Es geht um Gemeindepraxis. Wie setzen wir das um? Es geht um seelsorgerliche Themen und auch um persönliche Fragen, die damit verbunden sind. Und es gibt, glaube ich, selten ein Thema, was so umfassend ist und wo es so wahnsinnig viele Aspekte gibt. Das müssen wir uns einfach erstmal bewusst machen. Das Zweite, wir müssen uns eingestehen, die Lage ist unklar. Es ist einfach so, die Situation ist neu. Wir hatten noch nicht in der Neuzeit eine globale Pandemie. Wir hatten noch nicht Einschränkungen von Grundrechten. Die Faktenlage ist unklar. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse kommen schrittweise voran. Und manche Information ist unklar, ändert sich. Wir haben keine Blaupause fürs Handeln. Für viele Themen, ja, das hatten wir schon mal gehabt, das machen wir so. Das haben wir hier nicht. Und deshalb gibt es auch sehr viel Unsicherheit, wenn wir einfach all das berücksichtigen. Ein Grund, warum das so schwierig ist. Ein weiterer Grund, jeder ist betroffen. Bei vielen anderen Themen betrifft das ein paar Leute, wenige Leute, aber hier ist jeder betroffen. Und jeder weiß auch was. Ja, wir haben so eine umfängliche Information, Informationsflut, Informationsüberflutung. Im Internet, im Fernsehen schaltet die Nachrichten an, die Hälfte geht um Corona. Es gibt unglaublich viel Information dazu. Und gerade auch die sozialen Medien und das Internet, die fördern auch so ein bisschen so eine Rudelbildung, dass man sich verstärkt mit den Informationen, die man für eine bestimmte Überzeugung halt bekommt. Und was ihr auch sehen müsst, für jede Position findet sich irgendwo im Internet ein Experte und der hat bestimmten Doktor oder bestimmten Professorentitel. Ja, auch das müssen wir einfach sehen. Ja, und jeder beteiligt sich auch an dieser Diskussion. Ein Aspekt, der mir auch aufgefallen ist, ist, dass persönliche Überzeugungen und Neigungen in der ganzen Diskussion eine große Rolle spielen und vielleicht mehr, als wir uns das eingestehen wollen. Zum Beispiel die persönliche Risikoneigung. Die beeinflusst ganz viel, wie viele Geschwister darüber denken, ob wir jetzt zu eng oder zu breit sind. Da gibt es eher die Ängstlicheren und eher die Mutigeren. Dem einen ist Gemeinschaft wichtiger, dafür sagt er, Gesundheit ist nicht so wichtig. Wir haben eine Schwester in der Gemeinde, die hat gesagt, ja, wenn ich an Corona sterbe, gehe ich zum Herrn, ist doch alles gut, warum soll ich mich schützen? Steht alles in der Hand des Herrn. Und auch grundsätzliche Erfahrungen mit dem Staat, wie wir geprägt sind, haben einen Einfluss. Viele aus dem Bereich der russlanddeutschen Hintergrund, die haben einfach eine ganz schlechte Erfahrung mit dem Staat gemacht. Für die ist Staat grundsätzlich immer etwas Verdächtiges, etwas Böses oder zumindest potenziell Böses. Und Andreas hat es eben auch gesagt, Geschwister, die in der DDR noch groß geworden sind, haben natürlich auch einen ganz anderen Blick auf den Staat, viel kritischer und vorsichtiger, als das andere haben. Ich will das gar nicht bewerten. Ich sage nur, solche Erfahrungen spielen bei der Bewertung der ganzen Corona-Situation eine Rolle. Ein anderer Punkt ist, dass wir in der Tat sehr oft gar nicht über theologische Fragen reden, sondern viele Fragen der Gemeindepraxis. Wie machen wir denn jetzt was? Und zu der Frage der Gemeindepraxis sagt die Bibel immer relativ wenig. Da lässt sie viel Raum und Freiheit. Und das ist ohne Corona schon manchmal schwierig, wie wir unsere Gemeinde, Stunden, Versammlungen gestalten. Und jetzt unter Corona ist es allemal nochmal schwierig. Und mein letzter Punkt hier, warum ist es so schwierig? Es gibt echte Zielkonflikte und Wertekonflikte. Und diese Zielkonflikte, für die gibt es dann auch meistens sogar noch biblische Ansätze und biblische Begründung. Wir haben gerade dieses Spannungsfeld gesehen, Obrigkeit untertan sein, Gott mehr gehorchen als Menschen. Ja? Wo findet das Anwendung? Ist nicht so einfach. Ja? Oder wir haben die Aufgabe als Gemeinden, die in der Bibel stehen und jetzt haben wir aber gleichzeitig auch das Zeugnis für der Welt. Setzen wir uns einfach drüber weg, tun wir als Gemeinde, was wir maximal können und dann ernten wir ein Kopfschütteln von den Leuten um uns herum. Oder wir haben das
Aufgabe christliche Nähe ist etwas, was das Zentrum von christlichem Leben sind. Und auf der anderen Seite der Schutz der Gesundheit, verantwortlich für die Geschwister zu sein, auch gerade der Risikogruppen. Das sind, ja, das ist, hat mal jemand gesagt, das ist christliche Nächstenliebe. Ja? Maske anziehen ist ein Akt christlicher Nächstenliebe, um auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Also wir merken, diese paar Punkte, lasst uns das bewusst sein, das ist nicht einfach. Und ich würde auch wirklich davor warnen, vor einfachen Antworten oder vor den Vereinfachern, für die das alles so klar und so einfach ist. Ich habe gesagt, ich möchte einen zweiten Punkt machen, und zwar Leitplanken für einen respektvollen Umgang miteinander, der Christus ehrt. Ich möchte einfach ein paar Punkte hier nennen. Wenn wir uns das Ganze auf der Vorderseite nochmal vor Augen führen, dann glaube ich, ist es gut, wenn wir auch durchaus zulassen, dass man bei manchen Dingen unterschiedliche, zu einer unterschiedlichen Schlussfolgerung kommen kann oder unterschiedlich bewerten kann. Die Experten sind sich ja noch nicht mal einig. Ja? Und auch die Politiker nicht und viele andere nicht. Und wir werden, glaube ich, auch uns zugestehen müssen, dass wir manche Dinge unterschiedlich bewerten. Ganz interessant, Paulus in den Timotheusbriefen schreibt ganz viel von, warnt ihn davor, sich zu viel mit unnützen Streitfragen und Wortgezänken abzugeben. Ja, da ging es um Geschlechtsregister, es ging auch um Gesetze, Gesetzlichkeit. Aber es ist sehr spannend, dass er trotzdem sagt, Mensch, da gibt es was, was auch nicht gut ist, was zu wenig Nütze ist. Ja, und vielleicht trifft das hier auf manche Diskussionen im Zusammenhang mit Corona auch zu. Die zweite Leitplanke. Lasst uns bitte darauf achten, dass das Corona-Thema und die Beschäftigung damit nicht einen zu großen Stellenwert einnimmt. Der Herr hat den Pharisäern mal in Matthäus 23 gesagt, wisst ihr, ihr habt die falschen Prioritäten. Ihr wisst nicht mehr, was wirklich wichtig ist. Und ihr sagt, ihr versteuert eure Gewürze, aber die wichtigen Dinge, das Gesetz und die Barmherzigkeit, und das lasst ihr, das Gericht, das lasst ihr außer Acht. Ja, und Philipper 1, Vers 9 sagt auch, habt Liebe untereinander, auf dass ihr wisst, worauf es ankommt. Was ist wirklich wichtig? Ja, also das wäre ein Wunsch, dass wir aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn sich dieses Engagement, was manche Geschwister jetzt für Corona entwickeln, wenn das für das Evangelium da wäre und wenn man statt auf Anti-Corona-Demos ginge, demonstrieren würde für den Herrn und das Evangelium verbreiten würde. Nochmal, ich will das nicht werten, aber ich würde mir wünschen, dass dieses Engagement wirklich mehr zum Evangelium beitragen würde. Ein guter Rat ist sicher, dass wir nicht nur darüber meckern und schauen, was nicht mehr geht, sondern dass wir auch darauf schauen, was geht. Was können wir machen? Prüfet alles, das Gute haltet fest. Was können wir in der jetzigen Situation machen? Ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist, ist die besondere Verantwortung der Gemeindeleiter respektieren und sehen und ihre Entscheidungen mittragen. Wisst ihr, manchmal ist es sehr viel einfacher, wenn man nicht in der Verantwortung steht, manches zu kritisieren. Wir haben es eben von Andreas gehört, die von Gott gegebenen Autoritäten und Strukturen und Gemeindeleitung gehört ein Stück weit dazu. Und die Stellen fordern uns auf, die anzuerkennen, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn. Das ist ein wichtiges Prinzip. Und ähnlich wie es auch in der Familie ist, die Eltern, die nach Gutdünken erziehen, wo die Kinder auch nicht sagen können, ja, das halte ich nicht für so sinnvoll, ich halte mich nicht dran, ist hier, finden wir das gleiche Prinzip auch mit Blick auf Gemeinde und Gemeindeleitung. Bitte, das heißt nicht, dass wir nicht drüber reden können und darum ringen sollen, aber ein Stück weit auch die Verantwortung der Gemeindeleiter sehen und wie sie Dinge dann auch entscheiden, mittragen. Und das, wie Hebräer 13, Vers 17 sagt, dass sie das Leiden nicht mit Seufzen tun, das wäre nämlich nicht nützlich. Meine letzten beiden Punkte, wir haben es eben schon gehört, diesen Blick darauf, dass die Regierung von Gott eingesetzt ist. Und nochmal, wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, aber ich denke, wir sollten nicht schlecht über sie reden.
Und dieser 1. Petrus 2, Vers 17, diese ehrt den König, ja, ist eine spannende Aussage in der Bibel, die ja noch weit über das hinausgeht, einfach nur die Gesetze zu befolgen, ja, sondern das aktive Ehren des Königs. Und wir haben es eben gehört, das waren damals keine Regierungen, die so rechtsstaatlich unterwegs waren wie unsere heute noch. Und zum Schluss, lasst uns wirklich einander damit Respekt und Verständnis und mit gegenseitiger Achtung miteinander umgehen. Da finden wir viele, viele Hinweise in der Bibel, die uns da einfach dran uns ermahnen, dass wir bei allen diesen Dingen gütig miteinander sind, einander höher achten, den anderen höher achten als uns selbst. Dass wir einander vergeben, dass wir mitleidig sind, gütig und dass wir, Epheser 4, Vers 3, die Einheit des Geistes bewahren und das Band des Friedens festhalten. Lass es nicht zu, dass diese durchaus unterschiedlichen, kontroversen Dinge hier diese Einheit des Geistes und das Band des Friedens gefährden. Ja, soweit ein paar Gedanken. Ich hoffe, dass ihr sie als hilfreich empfindet. Generell, aber vielleicht auch, wenn wir jetzt gleich in die Breakout Rooms gehen, dass wir das ein bisschen beherzigen. Christa, wir haben eine lange und interessante Gesprächsrunde gehabt und ich möchte gerne mal noch mit zwei Gedanken das ein bisschen abschließen. Zunächst mal noch ein Wort zu der Überschrift Ehrt den König. Wir leben in einer Zeit, in der wir gelegentlich den Eindruck haben, dass der Staat ein bisschen übergriffig ist, dass er stärker in die Lebenswelt, in die Privatsphäre, in die Gemeinde eingreift, als uns das lieb ist. Und es ist in der Tat so, wir erleben massive Einschränkungen der Grundrechte. Wir sehen, es gibt irgendwie auch ein Bedürfnis zu kontrollieren, vielleicht auch eine Pflicht zu kontrollieren. Es gibt manchmal so ein bisschen eine Uniformität der Meinung, auch der Medienlandschaft. Das kann uns auch stören. Wir wollen aber auch verstehen, der Staat ist irgendwo in der Zwickmühle zwischen Fürsorge und Bevormundung. Übrigens, Eltern sind in einer ähnlichen Rolle, wenn Kinder größer werden. Ja, da ist diese Balance genauso, ja, dass wir auf der einen Seite eine Fürsorgeverpflichtung haben, aber die im Laufe der Zeit ein bisschen weniger wird. Und dann, was weiß ich, ein 16-Jähriger kann das schon als Bevormundung empfinden, was Eltern wollen. Und in der gleichen Rolle ist der Staat auch. Und wir brauchen da auch eine gewisse Weitherzigkeit zu akzeptieren, dass er hier irgendwie Dinge testen muss, dass er einfach überlegen muss, was bewährt sich und was bewährt sich nicht. Und ich hatte das auch schon mal erwähnt in meinem Eingangsreferat. Natürlich haben wir Möglichkeiten auch der Mitgestaltung, der Meinungsäußerung. Und in bestimmten Formaten, glaube ich, ist das auch angebracht. Also wir haben als Gemeinde jetzt im Vorfeld der letzten Beratungen, die in Sachsen waren, auch unsere regionalen Vertreter angeschrieben und einfach nochmal gebeten, bestimmte Dinge im Blick zu haben. Also den Rahmen kann man auch ausnutzen. Wir wollen beten für die, die Entscheidungen treffen müssen. Die ringen auch. Und wer das mal ein bisschen mitkriegt, wie sie sozusagen Argumente hin und her schieben und am Ende auf die Kasse gucken müssen, das ist kein beneidenswerter Job. Und ich will noch eine Sache sagen. Es könnte sein, liebe Schwester, dass unter uns manche sind, die sagen, wir müssen das viel lauter artikulieren und viel, viel engagierter. Ich sage einfach mal meine Position. Wir haben als Christen unglaublich limitierte Möglichkeiten und Kräfte. Und sozusagen in der Äußerung gegenüber dem Staat sind andere Leute auch sehr wach geworden und tun das mit viel Hingabe und Kraft. Deshalb sage ich manchmal, das, was wir als kleine Schar von Christen tun können, was nur wir tun können als fromme Leute, das wollen wir auch tun. Und das, was andere tun können, das sollen sie tun. Jesus sagt mal, lass die Toten ihre Toten begraben. Und
Das heißt also, dass es geht ja um sozusagen das Ableben eines alten Menschen, wo er das sagt. Und da sagt er, es gibt andere, die an dieser Stelle jetzt arbeiten können. Folge du mir nach. Und ich glaube, es gibt manchmal so Punkte, wo wir uns konzentrieren müssen auf das, was nur Christen können und wo wir nicht auf dem Acker unbedingt fleißig unterwegs sein müssen, der auch von anderen gut beackert wird. Ein zweiter Gedanke noch. Wir nehmen die Meinungen, die Nachrichten, die Zahlen, die wir jeden Tag hören, schon auch als Botschaft auf, habt Angst. Es gibt so ein bisschen so einen kollektiven Schleier über dem Land. Und dagegen würde ich gerne ein bisschen vorgehen wollen. Zumindest innergemeindlich. Wir wollen das Thema ansprechen. Es muss wirklich auch gesagt werden. Also wir leben nicht nur in einer frommen Welt, sondern auch in einer, die sozusagen die Dinge aufgreift, die wir eben in unserer Umwelt erleben. Und ich plädiere dafür, dass wir darüber sprechen, dass es Sinn macht, irgendwie Verständnis zu haben für die Schwachen, für die Älteren, für die mit Vorerkrankungen, die irgendwie anfälliger sind. Das ist inzwischen Konsens, dass Covid-19 manchmal völlig harmlos verläuft und dass es am anderen Ende eine unglaublich fiese Krankheit sein kann. Und wir wollen uns auch hüten vor billigen Sätzen, die nicht angemessen sind, die auch nicht die ganze Wahrheit widerspiegeln. Ja? Also es ist nicht klug zu sagen, wir wissen doch, wo wir hingehen, wenn wir schon krank werden. Wir können uns nicht einfach hier aus dem Staub machen. Wir haben Verantwortung, ja, für andere Menschen, für eine Ehe, für eine Familie, für Kinder. Von daher ist ein gewisser Selbstschutz vernünftig. Deshalb waschen wir uns. Deshalb lassen wir uns irgendwann auch impfen oder machen vorbeugende Maßnahmen, nehmen irgendwelche Pillen und Medizin. Das ist auch von Gott. Wir müssen aufpassen, dass wir an dieser Stelle nicht mit Argumenten arbeiten, die wir an anderen Stellen überhaupt nicht praktizieren. Und wir wollen uns auch ein bisschen hüten vor Extrempositionen und die in den Gemeinden nicht kultivieren. Und was zu dem ganzen Thema noch dazugehört, auch innergemeindlich, ist ein wichtiger Aspekt, der irgendwie viel mit der Zukunft zu tun hat. Wir wissen nicht, wie lange uns das beschäftigt. Und ich würde einfach empfehlen, dass wir uns als Gemeinden irgendwie präparieren, dass wir uns vorbereiten, dass wir aufrüsten, in Anführungsstrichen technisch. Wir haben heute wirklich Möglichkeiten, um bestimmte schwierige Situationen auch technisch zu überbrücken. Und da können wir viele kreative Lösungen finden und auch umsetzen. Und ihr lieben Geschwister, ich möchte es einfach so anregen, dass wir da nicht nur warten, dass alles wieder wird wie früher, sondern dass wir einfach auch irgendwie in die Zukunft denken und uns so als Gemeinden aufstellen, dass wir auch Einschränkungen, welcher Art auch immer, einigermaßen ausgleichen und überbrücken können. Und die andere Seite ist natürlich auch die, dass wir eben auch versuchen, solche Erfahrungen, wie wir sie jetzt machen, mit der Heiligen Schrift abzugleichen. Denn sie greift wirklich auch in viele praktische Felder des Lebens ein. Und es sind Szenarien denkbar in der Zukunft, wo wir einfach Klarheit brauchen, wo ist Unterordnung richtig, wo ist Widerstand und eigene Position richtig. Dazu brauchen wir Führung vom Herrn, wir brauchen brüderlichen Austausch und eben die Weisheit, die von ihm kommt.